Hallo und willkommen zurück zu Terra Rising nach einer etwas langweiligen Folge, in der ich einmal eine komplette Sightseeing-Tour hier durch das schöne Velika gemacht habe. Bin ich jetzt wieder auf der Suche nach Quests, die ich machen kann. Und ich habe hier ja schon welche. Hier zum Beispiel die hier von Dugal, wo ich mich in Holzhausen melden soll. Hier, Stärkung der Heimatfront. Da ist doch eine 55er Quest. Ja, immerhin. Immerhin etwas. Erstmal Spitze, Baldes Zuflucht. Nee. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie irgendwas offen haben, was Dings angeht. Ja, Canyon der Ehre. Noch größer und noch gemeiner, Ebenholzturm im Tal der Spitzen. Zerschlagene Flotte. Wo muss ich denn da hin? Im Schiffswrack. Okay, zerklüftete Küste. Es scheint aber tatsächlich eine größere Quest zu sein, weil man da fünf Leute braucht. Hier, Alemantia. Geht zu Jax, dem Leiter der Jax-Stiftung. Muss ich dahin? Halsabschneiderhafen. Bei Serenzehn Veritas. Okay. Ja. Gut, also entweder Holzhausen. Sieg im Canyon der Ehre. Das läuft ja immer noch. Hier, Schlachtfeld. Machen wir das hier mal weg. Was ich gerade sehr schade finde. Oder Ebenholzturm im Tal der Spitzen. Ach so, da sehe ich jetzt die Karte natürlich nicht, weil ich da noch nie war. So. Dann würde ich mal sagen. Ja, was mache ich jetzt? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, was ich machen sollte. Bank und Post. Gibt es hier ein Spezial? Verwalter, Exekutivhändler, Allianz, Torwächter, Quartiermeister. Könnte so sein. Freihandelshalle. Wisst ihr was? Da schaue ich jetzt einfach mal hin. Da war ich nämlich noch nie. Wo muss ich denn da? In welche Richtung muss ich denn da? Nord. Also einmal hier durch. So. Flop, blop, bop, 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 bop. Ende von Velika. Königreich für Handwerker. Was bekommen wir denn da? Ende von. Nee, 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 nee. Obwohl, warte mal. Achso, nee. So. Egal. Nee, ich schaue jetzt erstmal hier zur Freihandelshalle. Da war ich nämlich noch gar nie. Und die interessiert mich jetzt schon länger. Also, ich bin schon ein paar Mal dran vorbeigeflogen, glaube ich. War aber noch nie wirklich dort. Also, dass man jetzt hier so tatsächlich von Velika aus ins Umland reitet, ist ja doch dann eher selten. Das da hinten ist die Freihandelshalle. Ziemlich geiles Ding. Oh Gott, wie sich das anhört. Wenn man das so ohne Kontext hört, bestimmt merkwürdig. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt den Sound nicht zu laut aufgedreht. So, da mal Velika, die Stadt. Ist auch sehr schön. Die Gegend hier ist übrigens auch ganz nett. Gefällt mir auch gut. Bin eher irgendwie Fan von den helleren Gegenden, sage ich jetzt mal. Also da, wo viel Licht herrscht und alles schön kunterbunt ist. Bin jetzt eher weniger der große Fan von Farben. Also grün finde ich super. Grün ist, also wenn ich irgendeine Farbe als Lieblingsfarbe bezeichnen müsste,
dann wäre es definitiv grün. Also ich bin ja allgemein kein Fan davon, irgendwie als Fan von irgendwas bezeichnet zu werden. Oh Gott, hey, was für eine Logik. Also ich bin prinzipiell mal von nichts Fan. Definitiv nicht. Das ist mir einfach viel zu doof, mir da irgendwie was rauszusuchen oder keine Ahnung. Ich bin es auch niemand, wenn es jetzt irgendwie ist. Also ich mag gewisse Dinge etc. Aber ich bin jetzt echt niemand, der sich als von irgendwas als Fan bezeichnen würde. Lache ich euch an So. oder aus? Schau mal. Ihr sorgt also schon wieder Bronzeverzauberer. für eine Nee. Auktion, ne? Keine Ahnung, wo ich jetzt oder was es hier jetzt alles gibt. Wie gesagt, ich war hier noch nie. Und schau jetzt einfach mal so rum. Da ist ein Teleportal. Handelsagent, Freihandelsquartiermeister. Ah, was sagt er? Wie? Was? Tut mir leid, ihr müsst den Quartiermeister eurer Allianz einschalten. Ach, da draußen. Ah, okay, das schaut so aus, als wäre das hier relativ Allianz-exklusiv. Okay, da geht es nicht weiter. Was ist das denn? Tor des Freihandelskollektivs. Ach so. Ja, okay. Jetzt ist mir das klar. Das ist vom Freihandelskollektiv. Hört mir zu, denn ich bin euer König. Oder so ähnlich. So, runter vom Thron. Gut, aber da kann ich jetzt hier mit denen relativ wenig anfangen. Seid gegrüßt. Ich rede gern mit der Jugend. Okay. Ne, dann kann ich jetzt hiermit eher nichts machen. Ihr seid hungrig, Hallenmeister. Jungs. Ah ja. Leider keine Zeit. Teleportal der Stadt. Oh. So, zurück zum Platz der Freiheit. Einfach mal wieder nach Velika teleportieren. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Meine Schlachtgruppensuche läuft übrigens immer noch. Aber anscheinend ist gerade echt niemand da, der irgendwie irgendwas machen will. Was ich gerade sehr schade finde. So. Ja, dann würde ich mal sagen, fliege ich jetzt einfach mal nach Holzhausen. Und schau mal, was da für eine Quest auf mich wartet. Hui! Hoppa, hoppa. So. Fliege ich da jetzt einfach mal hin. Hier, da ist Holzhausen. Wunderbar. So. Und los geht's. So. Wunderbar. Jetzt kann ich nämlich da weiter quatschen, wo ich vorhin aufgehört habe. Von wegen Fan sein oder sonst wie was. Also, mich irgendwie als Fan zu bezeichnen, weiß nicht. Wirklich beleidigend würde ich es jetzt nicht finden. Aber es ist doch so, ja, schwierig. Also, ich bin definitiv von nichts Fan. Also, ich bin großer Metal-Liebhaber, also rein musiktechnisch. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich jetzt tatsächlich nur darauf fokussiert. Also, ich höre auch andere Sachen. Unter anderem ab und zu mal auch House oder Elektro. Eventuell auch mal tatsächlich Pop. Also, prinzipiell eigentlich nichts, was im Radio läuft, aber ganz selten gibt es da doch mal was, was ich mir auch so mal öfter irgendwie anhören kann. Und ja, also auch so bei Spielen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also ich spiele wahnsinnig gern Rollenspiele. Also das hier ist ja auch, ich sage jetzt mal, im bedingten Maße auch ein Rollenspiel. Also ja, es ist ein Multiplayer-Online-Roleplay-Game, also ein MMORPG.
Also von dem her glaube ich, deswegen gefällt es mir, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da total drauf fokussiert bin. Genauso, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von der Final Fantasy-Reihe bin. Es gibt gute Final Fantasy-Teile und es gibt auch schlechte Final Fantasy-Teile. Also bisher waren sie eigentlich meistens immer ganz gut. Also auf jeden Fall alle gut spielbar, aber wenn ich jetzt einen Favoriten nennen müsste, wäre es bei mir Final Fantasy IX. Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass ich da ein Fan davon bin. Also ich habe einfach mit diesem Begriff ein wahnsinniges Problem. Weil, ja, ich bin von nichts wirklich ein Fan. Und ja, weiß nicht, keine Ahnung, ist schwierig auszudrücken, was ich jetzt hier eigentlich tatsächlich sagen will. Weil ich selber nicht genau weiß, was ich sagen will. Das ist das Problem. Also ich habe so in meinem Kopf mehr oder weniger die Definition von dem, was ich hier gerade von mir geben will, aber ich kann es irgendwie nicht in Worte fassen. Ist natürlich unglaublich blöd, aber ist halt so. Schauen wir mal, ob wir hier einen Spezi Alchemie-Kristallhändlerin. Spezialwaren. Da ist der Bankier. Laden für Spezialwaren. Dich habe ich gesucht. Und zwar schon die ganze Zeit. Hier, Waffenkristalle. Nö. Ah, schaut nicht so aus, als könnte ich hier tatsächlich irgendwas machen, was in Richtung O-Ring-Kristall geht. Faszinierend. So, aber gut, dann fangen wir jetzt hier einfach mal hier mit der Quest an, ne? So. Magistrat Arn. Ihr denkt, wir seien schlecht dran? Dann solltet ihr mal den Tuvangi-Morast sehen. Oder die Himmelshügel. Alle Augen sind auf das Argonen-Grenzgebiet gerichtet, während unsere Heimatfront uns langsam aber sicher entgleitet. Stärkung der Heimatfront. Die Natur gibt, doch der Feind plündert. Uns gehen die Rohstoffe aus. Werdra-Fasern, Grünmetall, Erz und etwas Sonnenessenz brauchen wir am dringendsten. Ohne diese Dinger kann man hier ja schwerlich überleben. Jawohl! Oh, geleck! Das Zeug soll ich jetzt echt sammeln? Also, heieiei, das ist eine Sammelmission. Was gibt denn die? Steht nicht mal da. Warum steht das nicht da? Ja, toll. Die Quest ist ja irgendwie total. Also das ist eine schöne Gegend und so, aber ich weiß es nicht, ob ich hier tatsächlich stundenlang irgendwie was sammeln will. So, Tal der Titanen. Ach du Schande, war ich hier schon lange nicht mehr. Da hinten ist irgendwo eine Wüste. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, jetzt interessiert mich was. Wenn ich hier schon gerade bin. Nee, wenn ich hier gerade schon bin, dann reite ich jetzt hier mal so ganz dämlich einfach mal hier durch die Gegend. Da haben wir Grünmetallerz. Nehmen wir es einfach mal mit, wenn wir schon dran vorbeirennen. So. Zack. Wunderbar. Ja, haut nur drauf. Haut mal drauf. Ach, wie putzig. Die beschmeißen mich so lange mit Wattebäuschen, bis ich blute, oder? Ah, geil. Super. Ah, ist das toll. Ist das super. Nee, aber hier rennen irgendwo ganz große Gegner rum. Also, das ist jetzt gerade eben total Interesse halber. Ich will hier jetzt keine Quests machen, weil ich weiß, dass die hier nicht für mich quasi ausgelegt sind. Aber da ganz unten im Süden, in der Nähe von den Murikai-Ruinen,
gibt's Gegner, die man durchaus mal hauen kann. Also das waren Bums. Und ich weiß zufälligerweise gerade noch, wie lange ich gebraucht habe, um die damals zu besiegen. Da haben wir den Kuma. Okay, ist auch nur ein einziger Treffer und dann ist er hinüber. Dann schätze ich mal, dass es da unten ähnlich läuft. So. Oh, ich reite seitlich, auch interessant. Also die Kumas habe ich damals tatsächlich irgendwie geschafft, allein fertig zu machen. Als ich Level 20, 25, sowas, nee, 23, 24 oder so wahrscheinlich war. Also jetzt natürlich nicht mit... Oh. Oh, cool. Hier sammeln bringt ja sogar was. Oh, du hast mir einen Lebenspunkt abgezogen. Zeit zu sterben. Ach Leute. So. Oh, ist das lächerlich. Was die da treiben. Putzig. Putzig, 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 putzig. Echt putzig. So. Ah ja, wunderbar. Hier kann ich das Zeug tatsächlich auch erhöhen. Das ist praktisch. Das ist sogar sehr praktisch, das zu wissen. So. Also die Kumas hier sind ein Treffer. Und da hinten sehe ich auch schon so einen Riesengegner. Zwei sogar. Gott, wenn ich mir überlege, wie lange ich für die gebraucht habe. Plopp. Tot. Ich glaube, da nimmt es gerade einer mit einem Kuma auf. Ich frage mich gerade, ob ich dem helfen sollte. Oder ob ich jetzt hier einfach mal in Ruhe sammle. So. Plopp. Ist das schön. Plopp. Oh, das ist herrlich. Einfach mal so. So. Anschnipsen, mehr oder weniger. Und dann war's das. Eieieiei. Und das sind echt Bums. Oh, da habe ich Aurora-Käfer bekommen. Da schau her. Noch ein Level 60er. Was machst denn du hier? Ach so, ist mein Zeug. Ja, schön. Ja, echt interessant. Ich finde das echt cool. So. Dann sammle ich mich jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend. Ist jetzt nicht verkehrt, das zu tun. War jetzt gerade eine etwas komische Kameraführung, gebe ich zu. So. So. Ach Leute. Wieso greift ihr mich eigentlich noch an? Ihr solltet doch eigentlich wissen, dass ihr keine Chance habt. Ja, die Typen sind halt hier einfach doof, ne? Also richtig doof. Muss man jetzt schon mal sagen. Und?
Oh, das macht so Spaß. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Ah, ist das herrlich. Linnmetallerz. So. Kommen da nicht irgendwelche Viecher raus? Oder kann ich das hier kaputt machen? Nö. Hä? Plopp. Naja, du gibst mir wieder was. Ist doch auch schön. So. Weiter sammeln. Nee, aber bevor ich jetzt hier irgendwie noch. Also, das war jetzt hier gerade mal rein Interesse halber. Weil ich mich an die Typen eben noch ganz gut erinnern konnte. Dass ich damals mit meiner Kollegin da ewig lang gebraucht habe. Um da irgendwas zu reißen. Und jetzt ist es halt überhaupt gar kein Problem mehr. Gut, klar, bin ja auch keine Ahnung, wie viel mal stärker inzwischen. Silberpflanzen. Ja, hervorragendst. So. Schauen wir mal. So. Ja, nehmt das. Danke, dass du mir die Worte aus dem Mund klaust. Finde ich gut. Ach ja. Ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen auch im Zwiespalt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel jetzt erst richtig interessant wird, aber eigentlich gibt es jetzt aktuell nur relativ wenig für mich zu tun. Also, mir fehlt es jetzt hier tatsächlich gerade ein klein wenig so motivationstechnisch. Weil ich eben jetzt hier Level 60 erreicht habe und damit das Spiel eigentlich für mich quasi gerade abgeschlossen ist. Ich habe das Ziel hier erreicht. Jetzt ist halt die Sache tatsächlich, wie mache ich jetzt weiter? Weil, was gibt's jetzt da noch alles zu tun? Das sind halt so Fragen, die mich jetzt hier gerade tatsächlich. Ja. Die sich mir gerade so stellen. Und so scharfe Schlachten ist es auch nur bedingt spannend. Also, ja. Sagen wir es mal so. Aktuell fehlt mir hier tatsächlich gerade ein bisschen die Motivation, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Es war jetzt interessant. Also, klar, ich bin jetzt Level 60 und angeblich geht das Spiel erst ab Level 60 richtig los, was man so hört. So dass die ersten 60 Level wirklich nur mehr oder weniger Tutorial sind. Ich bin halt echt gerade so bisschen, ja, zwiegespalten. Was mache ich jetzt hier? Wie mache ich weiter? Ja, also, was mache ich jetzt dann hier in Zukunft? Es kann doch jetzt nicht sein, dass mein einziges Ziel hier tatsächlich ist, meine Ausrüstung noch weiter zu verstärken, eventuell ein paar Leuten irgendwie zu helfen. Ja, klar, gibt jede Menge Level 60er Instanzen etc. Also gerade vor kurzem oder nee, demnächst gibt es eben auch ja, richtig großes Content Update mit neuen Instanzen etc., die anscheinend auch alle ab Level 60 sind. Aber
Ist halt trotzdem die Frage. Das kann ja nicht nur sein, dass ich jetzt da durchrenne. Klar, das macht wahnsinnig Spaß. Aber ganz ehrlich, das Spiel macht auch so noch Spaß. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie fehlt halt jetzt einfach so. Das Ziel fehlt. Also klar, der Weg ist das Ziel, aber das ist jetzt gerade wenig befriedigend. Und ja, mit dieser Frage werde ich jetzt hier einfach mal aufhören und euch in den Feierabend entlassen, mehr oder weniger. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.